Zocke, heute das erste Training mit dem kompletten Kader wieder nach der kurzen Sommerpause. Wie waren deine Eindrücke? Ja, definitiv, dass die Spieler froh sind, dass es wieder begonnen hat, dass jeder mit neuer, frischer Energie jetzt zu uns gestoßen ist. Auch diejenigen, die schon da sind, diejenigen, die neu dazugekommen sind, haben sich, glaube ich, alle gefreut auf den Trainingsauftakt und sind alle mit riesengroßer Motivation dabei. Krulli, herzlich willkommen zurück im Trainingszentrum. Wie war der kurze Urlaub? Ja, ich glaube, sehr, sehr wichtig. Also man hat einmal abschalten können von dem ganzen Stress eigentlich. Und ja, wir freuen uns natürlich auch jetzt alle wieder, dass auch wieder losgeht. Burgi, das erste Training wieder zurück beim SK Rapid liegt hinter dir. Wie war's? Ich bin, glaube ich, ganz gut aufgenommen worden. Ich kenne schon einige Gesichter. Von dem her war das nicht so schwierig. Und klar, jetzt nach langer Zeit wieder das erste Mal am Ball gewesen. Ich glaube, das Training war fürs erste Mal war's okay, wieder reinzukommen, die ganzen Abläufe kennenzulernen. Und ja, jetzt schauen wir einfach, dass wir gut durch die Vorbereitung kommen. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wieder da bin. Sicher tut der Urlaub auch immer gut, speziell nach einer langen Saison, so wie es letztes Jahr der Fall war. Aber ich glaube, es freuen sich alle, dass wir wieder da sind. Es macht Spaß und wir haben jetzt schon mal eine lockere Einheit, sage ich mal, zum Einkommen gehabt und es ist auf jeden Fall super, dass man all die Jungs wieder sieht. Wie war es, die neuen Spieler auch, die Neuzugänge kennenzulernen? Ja, auf jeden Fall immer wieder interessant, wenn viele Veränderungen in der Mannschaft passieren. Ich glaube, wir haben viele Spieler abgegeben, aber wir haben auch sicherlich viele Spieler mit sehr viel Qualität dazugekriegt und freuen uns alle, dass es jetzt losgeht. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute Qualität in der Mannschaft haben, dass wir sicher viele Spieler dazugekriegt haben, die hungrig sind, die stolz sind, dass wir so eine Mannschaft spielen dürfen. Und deswegen freuen wir uns alle, dass wir die Jungs dazubekommen haben. Ja, also natürlich viele neue Gesichter und man hat auch die meisten schon kennt, auch von gewissen Spielen, wo man gegen einer gespielt hat. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass die jetzt da sind und die werden uns sicher auch weiterhelfen können. Wenn man sich das Trainerteam angeschaut hat, dann hat man gesehen, das war nicht ganz komplett. Corona leider weiterhin treuer Begleiter. Ja, ob man will oder nicht, wir haben immer noch damit zu kämpfen. Es hat einige erwischt, vor allem aus unserem Trainerstab, Trainerteam. Deshalb war auch Stefan Kulewitz heute mit dabei von der Partie und hat ausgeholfen, mitgeholfen. Aber so soll es ja sein, also miteinander, Gemeinschaft, einfach nicht nur darüber zu sprechen, dass man es an, sondern auch zu tun. Und deshalb ist das alles ganz gut und reibungslos über die Bühne gegangen. Natürlich auch mit Ferdinand Feldhofer als Cheftrainer, der das konzipiert hat und das auch mit seinen Co-Trainern kommuniziert. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle Vorsichtsmaßnahmen natürlich treffen müssen, um uns dagegen so gut wie möglich auch zu schützen, obwohl wir wissen, dass immer wieder etwas passieren kann. Es waren heute natürlich schon einige neue Spieler auch mit dabei. Wie zufrieden bist du bislang mit der Kaderplanung und wird sich da noch was tun auf diesem Sektor? Ich bin sehr, sehr happy, was die Kaderplanung und die Umsetzung vor allem betrifft, dass wir so zeitnah die Mannschaft benannt haben, wie wir es haben wollen. Natürlich wird das eine oder andere noch passieren. Es werden noch die eine oder andere Adaption noch vorgenommen werden, auch Verbesserung auf alle Fälle. Dann wird der Kader zeitnah komplett sein, aber was bis jetzt passiert ist, wie wir das alles gemeinsam umgesetzt haben, spricht schon für sich und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.